Grid Autosport wird der neueste Ableger der Grid-Reihe heißen und am 27. Juni erscheinen. Das gab der britische Spieleentwickler Codemasters bekannt. Der neueste Teil soll eine Rennsimulation werden und absolut authentisch wirken, so die Macher. Das Handling der verschiedenen Fahrzeuge wurde dafür von Grund auf neu überarbeitet. Und siehe da, auch die Cockpit-Ansicht wird im Spiel sein. Das haben nämlich viele Fans gefordert. Bei Grid 2 fehlte diese Ansicht ja. 22 Schauplätze und mehr als 100 Streckenkombinationen wird es geben, unter anderem mit dabei der Hockenheimring. Das Spiel soll einen umfangreichen Karrieremodus enthalten, zudem Tuner-Events, bei denen die Karren aufgemotzt werden können, und auch Ausdauerrennen sind dabei. Codemasters ist seit langem für gute Rennspiele bekannt. Sowohl einige Formel-1-Spiele als auch die bekannte Dirt-Rally-Serie haben sie entwickelt. Grid Autosport hat nur einen faden Beigeschmack. Zunächst soll der Teil nämlich nur auf dem PC, der Xbox 360 und der PlayStation 3 spielbar sein. Eine Next-Gen-Konsolenversion ist nicht angekündigt worden.